alle lieben Mitmenschen? Nachdem der Tonfilm sich eine so tonangebende Stellung geschaffen hat, will er nunmehr auch die Tonkunst mehr betonen, dadurch, dass er bekannte Tonkünstler zu Ton kommen lässt. Die Zither ist das Klavier der Alpen, ist der Bechsteinflügel der Berge. Er lässt sich im Rucksack befördern. Und einen Virtuosen auf diesem Touristenklavier, im Gegensatz zum Schifferklavier, stelle ich Ihnen nun vor, in Karl Valentin, der uns mit seiner großen Kunst aufs Beste unterhalten darf. Karl Valentin. Hallo. Der Benediktiner hat aufgestanden. Hallo, was ist denn los? Zitter. Wer? Was ist los? Die Zitter. Die Zitter? Ja, nehmen Sie doch die inzwischen. Hier, das ist doch Ihre Zitter. Nein, das ist nicht die meine. Natürlich, wer soll denn hier sonst eine Zitter haben? Selbstverständlich ist doch Ihre Zitter. Ich kenne meine Zitter, die hat ein Loch. Wenn ich Ihnen sage, dass Ihre Zitter ist, ne? Das könnte sein. Stimmt. Probieren wir es einmal, wenn Sie den Kastel nehmen, dann... Na ja, sehen Sie, fast wie angekommen. Ja, süße Mensch. Na, wenn ich Ihnen das sage, also sind Sie lieb. Ich kenne doch mein Instrument. Ja, also sind Sie lieb, ne? Ja, aber den Tastentrick kann ich nicht spielen. Ja, nehmen Sie es doch raus. Sie war doch hier raus. Ja, deswegen können wir doch jetzt wieder. Also nehmen Sie, die Zitter sind zu lieb, ja, ne? Bitte schön, die Leute warten doch draußen. Fangen Sie an, Herr Valentin. Valentin. Sie? Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin. Ja. Sie sagen auch nicht zu Ihrem Direktor, geben Sie mir einen Wurschuss, sondern einen Vorschuss. Genauso gut könnte ich sagen, Herr Valentin, Sie haben keinen Vogel, sondern einen Vogel. Vogel. Ja. Bei einer Villa ist das was anderes. Bei was? Bei einer Villa. Ja, das ist ja ein Fremdwort. Ja, das ist ein kleines Haus, kein Fremdwort. Also nun fangen wir schon endlich mal an. Was wollen Sie denn spielen? Herr Valentin. Ja. Irgendwas Beschwingtes, was? Ja, spielen wir zum Beispiel einen Walzer mit Gesang. Ja. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Dass du mich liebst, das bleibt. Gott, das können Sie nicht spielen, das geht nicht. Aus. Nein, das geht ausgeschlossen. Nein, das kann man nicht spielen. Ja, das stimmt sich nicht. Ja, ja, ungetrieben. Ja, vielleicht etwas mehr klassisch. Liebesperlen. Ja, irgendetwas für die Masse. Liebesperlen ist sehr was für die Masse. Das ist etwas Masse. Oh? Liebesperlen. Liebesperlen. Finden Sie das auswendig? Da habe ich Noten. Ja, wo? Da habe ich Noten. Noten habe ich ja. Vielleicht die? Ja, die habe ich mir. Was sind das? Ich schaue nur sehr. Noten sind. Ich bräuchte keine Noten, ich spiele alles aus. Es ist nur zur Sicherung. Sicherung. Ja, wir schauen denn die aus. Ich bitte Sie. Durch die, dass ich die Noten immer in der Tasche, wenn es wegen ein paar Blätter kann man sich keine Mappen machen lassen. Jetzt trage ich sie immer in der Tasche umher. Und durch das wird es so verwurzelt. Zerwurzelt heißt es. Was war das? Zerwurzelt. Sie meinen Zerknüll. Zerknüll, zerwurzelt. Ich bleibe bei Zerwurzelt. Ja, auf Deutsch heißt das Zerknüll. Sagen Sie mal eine Frage, was ist das denn? Das ist Refrain. Also sind Sie lieb und stimmt ja. Dann, nicht? Ja. Sterben Sie übrigens, wenn ich hier stehen bleibe? Gewiss. Oder gewiss. Kann ich ja gehen? Bitte schön. Der Vortrag gelangt, Liebesperlen. Zittervortrag für Zitter mit Zitterbegeisterung. Soll ich ein Refrain noch mitsingen, mitspielen? Ja, natürlich. Mit Refrain? Mit Refrain. Nur, dass es nicht zu lang wird, schließlich. Nein, nein. Sie können auch weglassen, den Refrain. Ja. Zuerst mitspielen, dann weglassen. Die wollen. Gut. Notenständer, wenn vielleicht da, es geht so ohne Notenständer, muss gehen. Aber durch das werden die Noten ganz kaputt durch das Hinschlagen. Reicht ja nicht, aber es ist nur zur Sicherheit. Liebesperl.
Ich höre schon selber. No, no. Ja, ist denn sowas möglich?